Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Japan. Ich denke mal, dass das hier, wenn jetzt nicht allzu groß was dazwischen kommt und passiert, die letzte Folge dieses Projektes sein wird. Wir haben unser Ziel erreicht im Endeffekt. Wir haben die japanische Insel hier vereinigt, haben sie komplett beherrscht quasi, sogar noch mehr. Haben unsere koreanischen Kolonien erobert, das haben wir ja letzte Folge erst gemacht. Und dazu noch ewig viele Inseln, die Philippinen und so Sachen mitkolonialisiert. Also ich gehe mal davon aus, dass das relativ gut erfüllt ist momentan, alles was wir uns gesetzt hatten, das Ziel. Wir haben sogar noch hier oben so ein bisschen mehr erreicht, als wir eigentlich wollten. Gut, das ist jetzt nicht wirklich wertvoll hier oben, aber gut. Ist ja immerhin auch Land, das wir kontrollieren. Ich würde deswegen sagen, dass wir dann langsam aber sicher mal zum Ende des Projektes kommen. Ich mache jetzt hier noch das fertig, was wir gerade machen können. Beziehungsweise schaue, dass ich mein Land schön unter Kontrolle kriege, dass ich die Rebellionen, die jetzt vielleicht ein bisschen auftreten, noch ein bisschen kontrollieren kann. Und dann schauen wir mal. Ich denke nicht, dass ich noch weiter einen Krieg anfangen werde, weil ich ja, wie gesagt, heute die letzte Folge davon eigentlich machen wollte. Deswegen macht es nicht viel Sinn, jetzt noch einen Krieg zu beginnen. Das wäre irgendwie Schwachsinn. Warum habe ich ihn hier... Warum kann ich mir... Och, ich kann hier schon lange forschen. Okay, gut zu wissen. Okay, gegen Monster. Was brauche ich denn in Kriegsrunde gegen Monster jetzt? Das ist mir auch ein Rätsel. Ist meine Flotte gerade im Hafen? Nein. Die ist nicht im Hafen. Die wird es aber gleich sein, weil ich sie nämlich gleich aufrüsten werde. Wo könnt ihr euch mal sammeln? Hier auf jeden Fall, weil das ist ja... Das hat genügend... genügend Versorgungslimit, es geht. Rebellenaufstand, wo denn? Unabhängigkeit für Korea, kannst du vergessen, Korea. Gegen Kroatien und Serbien, wo kommen die denn jetzt her? Was ist denn hier passiert? Ach, die Kroaten wurden hier freigelassen von wem auch immer, ich habe keine Ahnung. Ja, die Byzantiner werden gerade wieder weggehauen vom Libanon, okay. Ja, ich glaube, die Byzantiner sind diesmal jetzt tot, weil sie die Verbündeten das Bündnis mit Polytown verloren haben. Und das war doch ihr... Es war wahrscheinlich ihre Lebensversicherung, damit sie die Osmanen überhaupt besiegen konnten. Sonst hätte das nie funktioniert, deswegen denke ich, sind die jetzt tot. Aber gut. Soll nicht unser Problem sein, was die Byzantiner machen. Oder die Osmanen, je nachdem. Was zur Hölle ist Pacifico Norte? Ich habe keine Ahnung. Will ich nicht. Das schon wieder. Ich habe zwar das Geld, aber ich habe trotzdem keinen Bock, das zu machen. So, ihr werdet repariert, ihr werdet aber jetzt erstmal aufgerüstet. So, das dürfte jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis die wieder fertig sind. Pyongyang ist, in unserem Besitz, dann dürften wir, glaube ich, auch fast keine Überdehnung mehr haben, ne? Genau, nur noch die Hauptstadt Koreas. Die muss ich jetzt erstmal, ja von mir aus, die muss ich jetzt erstmal dann kurz koren. Ah, ich kann wieder konvertieren. Wunderbar. Ach, ich konvertiere hier gerade. Das ist natürlich ungünstig. Hätte ich nicht starten sollen. Aber gut. Es gibt ja auch Rebellion wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich weiß immer noch nicht, welche Ideengruppe ich nehmen soll. Es bringt uns im Endeffekt keine mehr was, weil wir ja eh nur forschen momentan. Insofern werde ich da wahrscheinlich auch keine mehr nehmen. Könnte man natürlich, aber bringt uns nichts, weil wir eh nichts mehr reinstecken. Insofern kann ich die Meldung auch wegklicken und das ignorieren. So macht man das, ne? Gut. Ich werde dann jetzt, wenn wir hier mit den ganzen Sachen fertig sind, mit dem Konvertieren, mit dem Koren und so Sachen, noch ein bisschen Fazit machen, damit ich einfach noch ein bisschen was dazu sage, wie wir das hier... wie mir das Projekt persönlich gefallen hat, das ist ja auch immer... Ach Gott, was ist denn jetzt los? Ein russischer Kreuzzug gegen die Euraten. Gegen Russland, Krim und Barmanis. Willst du dir das wirklich antun? Liebe Euraten, wollt ihr euch das wirklich antun? Die Wu und die Pegu sind dabei. Gegen wen? Russland und Barmanis. Die Krim hat nicht mitgemacht. Die Krim hat nicht mitgemacht, okay. Boah, von mir aus, mein Gott. Ich meine, ich rechne jetzt nicht damit, dass die Russen zu mir kommen. Wir sind ihnen sogar überlegen. Aber mit den Russen würde ich mich ungern anlegen, auch wenn wir ihnen truppentechnisch wahrscheinlich ebenbürtig sein sollten. Sind die westlich? Ja. Oh, dann ist blöd. Dann haben wir ein Problem. Weil dann werden die uns wahrscheinlich truppentechnisch überlegen sein. Oder?
20 dran von 27. Ja, die sind uns truppentechnisch überlegen. Heißt, die Euraten werden das wahrscheinlich verlieren. Einfach weil ich ihnen nicht helfen werde. Die Hikes hier von mir aus. Schließt euch alle in der Koalition an. Das ist mir sowas von egal. Könnt ihr gerne machen. Ich kann Verteidiger des Glaubens werden. Ist auch geil. Konnte ich den Pommern abluchsen, aber will ich jetzt auch nicht. Gut. Ah, ich habe einen Anspruch auf die Provinz hier verloren. Auch gut. Naja, wenn sie meinen. Ja, also, ne, den Krieg könnt ihr gerne führen. Ich meine, ich werde da nichts machen. Ich werde bestimmt nicht gegen die 3 Millionen Russentruppen da in den Krieg ziehen. Das könnt ihr vergessen. Alter, hat Barmanis viele Truppen. Hilfe. Die haben mehr Truppen als die Russen oder zumindest mehr Infanterie. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, die Euraten könnte es. Also, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn die Euraten schwächer werden. So ist es nicht. Pego hat auch ziemlich viele Truppen, aber die sind hier unten auch recht groß geworden. Der Ligor ist hier drin. Wo kommt denn Ligor her? Das kenne ich ja überhaupt nicht. Ist das eine gründbare Nation? Das kann durchaus sein. Ja, hier war doch vorher mal. Hier waren doch vorher mal die Khmer, oder? Die waren doch vorher mal ganz groß, die Khmer, hätte ich jetzt gedacht. Ja, vielleicht kann man die gründen. Das kann sein. Gut, der Krieg wird jetzt. Also, keine Ahnung. Ich werde da nichts machen gegen. Ich sollte meine Truppen in Sicherheit bringen, ne? Das wäre vielleicht ganz praktisch. Sonst werden die nämlich von den Russen oder sowas angegriffen und da habe ich jetzt wenig Lust zu. Ich meine, ich könnte ihnen helfen. Hier oben wäre das durchaus praktisch. Aber ich komme eh nicht zu denen durch, oder? Habe ich bei denen noch Militärzugang? Nein. Nein, habe ich nicht. Könnte ich auch nicht kriegen. Von Nian zu darf ich durch. Okay, ich könnte rein, aber... Oh ja, nee. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Oder? Soll ich nochmal mit reinmarschieren so ein bisschen? Ich meine, die Truppen der Gegner sind relativ zerstreut. Das heißt, ich könnte theoretisch mal versuchen, da ein bisschen mit zu helfen. Ich meine, ihr seht ja, die 27.000 Russentruppen da, die könnten wir auf jeden Fall schlagen. Das ist nicht das Problem. Solange sie alleine bleiben, aber ich glaube, die hauen gerade auch irgendwo ab. Weiß nicht, wo die hinwollen. Hier unten irgendwo laufen sie rum, okay. Wir sind halt auch relativ alleine, weswegen ich denke, dass wir da was machen könnten. Das Problem ist, wenn die hier drüben kommen, haben wir ein Problem. Dann sollte ich sehr weit laufen. Deswegen glaube ich, ist das nicht sehr produktiv. Nee, komm, das lassen wir. Da kann ich nichts ausrichten gegen die Russen. Da verliere ich nur meine Truppen. Ich bin schon wieder minus, weil ich so viele Verluste durch Zermürbung bekommen habe. Das ist auch immer praktisch. Adlige Rebellen und koreanische Nationalisten, okay. In dem Krieg, glaube ich, können wir alle nichts mehr ausrichten. Der ist gegen die Russen, also das kannst du vergessen. Jetzt sind wir auch schon unter... Ja, gleich auf truppentechnisch, das hilft uns aber nichts, weil die meisten unserer Truppen technologisch hinten dran sind. Heißt, die Russen werden uns so oder so besiegen. Und da ich keine Lust habe, meine Armee zu verlieren, machen wir jetzt mal ganz einen auf Feigling und ziehen uns zurück. Bye bye, kann ich aus dem Krieg schon raus? Ich denke mal nicht, oder? Bist du verrückt? Ja gut, es wird wahrscheinlich nicht besser werden, ne? Aber gut, ich denke nicht, dass die... Ja gut, die Russen müssen jetzt was belagern, also das geht nicht. Ich denke nicht, dass die Russen uns irgendwie wehtun können. Die haben, glaube ich, keine Flotte. Würde mich zumindest stark wundern, wenn die Russen eine Flotte hätten, eine allzu große. Und mit ihrer Armee kommen sie hier alleine nicht auf meine Insel. Heißt, ich bin sicher. Theoretisch. Mal schauen, ob es der Wahrheit entspricht. Mal schauen. Bin sehr gespannt. Wir könnten mal ein paar Gebäude bauen, wenn wir schon mal dabei sind. Armenien und Zirkassien. Take all the temples. Ach, mein Herrscher ist gestorben. Na, ganz toll. Regentschaftsrat, yay! Kann ich eh keine Kriege erklären, als ob ich das wollte. Ja gut, die können hier oben belagern, die Russen, aber das hilft mir jetzt, hilft ihnen jetzt auch nicht unbedingt was, ne? Nicht, dass ihnen das irgendwas helfen würde, glaube ich. Es lag gerade ein bisschen. Das wundert mich. Ja gut, ich bin auch auf vierfacher Geschwindigkeit und baue gerade Tempel. Da darf es schon mal laggen. Jetzt haben wir unser ganzes Geld für Tempel ausgegeben, finde ich auch gut. Dafür ist die Bilanz dann auch besser. Hoffe ich zumindest. Wo kommen jetzt Zirkassien und der ganze Zeug daher? Hier oben, von wem denn? Von Karakunlu, ne? Die sind auch zerbrochen hier irgendwie. Die waren auch mal wesentlich größer. Irgendwie zerbricht hier alles.
Ja, Circassien und Armenien sind aus Karakunlu rausgeschnitten worden. Die Byzantiner scheinen ihre Rebellen wieder unter Kontrolle zu haben. Böhmen ist immer noch OP. Wie sieht's denn da eigentlich aus im Heiligen Römischen Reich? Ja, ne, wird. Und Katholik, also die haben auch den Religionskrieg gewonnen, die Katholiken. Deswegen ist so wenig Protestantismus hier am Start. Ja, hab mich schon gewundert. England hat hier unten ernsthaft noch eine Provinz von den Franzosen. Die hatten sie aber nicht immer, oder? Die haben sie letztens erst erobert, glaube ich. Ja, gut. Hier oben fehlt doch irgendwas. War da nicht irgendwo auch noch so ein großer Fleck? Also Bremen wusste ich, aber ich hätte gedacht, da war noch so ein Fleck. Aber ich kann mich auch täuschen. Alter, Riga. Riga, hör auf, so mächtig zu sein. Also im Vergleich. Im Vergleich zum sonstigen Riga sind die mächtig. Ein Polen-Litauen zerbricht vollständig. Ruthenische Patrioten, ach du Heilige. Ja, die sind vollkommen am Zerbrechen hier gerade. Tut mir ein bisschen leid um Polen-Litauen, aber gut, wenn sie meinen. Na gut, die meinen wahrscheinlich nicht, das könnte ich auch nichts gegen machen, wenn die zerbrechen. Was ist denn eine Inselfregatte? Jetzt habe ich eine Archipelfregatte. Okay. Ich hinterfrage einfach mal nicht, was das ist. Ich kenne mich bei Schiffen nicht allzu gut aus. Ah, kann ich mir nicht leisten. Na, ganz toll. Wer besetzt denn hier? Die Haixi? Ah, gut. Ja, du hättest mich ruhig in den Krieg rufen können. Ich hätte geholfen, Jansu. So ist das nicht. Aber gut, daneben nicht. So, erstmal Geld raushauen. Irgendwie sind das immer noch schwere Fregatten. Ach nee, Moment, das waren ja die hier. Ach, das sind das sind die Galeonentypen hier, ne? Das ist ja interessant. So, ja gut, der Krieg ist vorbei. Gegen die Russen. Zumindest offiziell. Was ist denn jetzt los? Gegen Belutschistan. Boah, von mir aus noch mehr Kriege. Kommt her. Ich mach eh nix. Ja, tut mir leid, aber ich lasse die Euraten jetzt zerbrechen. Ihr mochtet die sowieso noch nie. Und ich glaube, also gegen das können wir nichts ausrichten. Tut mir leid. Gegen die Russen kann man nichts machen. Vor allem, sobald wir eine Armee besiegen, haben die hier oben wieder eine neue aufgebaut. Die sind einfach zu potent, die Russen. Und ich glaube, ich habe auch wenig Hoffnung, dass wir ihre Manpower irgendwie klein kriegen. Das wird nicht funktionieren. Oh, die haben fast keine Manpower mehr. Okay, soviel zum Thema. aber Bamanis hat noch einiges an Manpower. Ja, wir haben halt auch nicht so ein Truppenlimit wie die, da können wir, die haben doppelt so viele Truppen wie wir, was will ich da machen? Vierfach so viele, wenn ich bei Manes mitzähle. Darf ich das gar nicht vergessen. Ich meine, wir haben noch haufenweise Truppen, höchstwahrscheinlich die meisten nicht mal die meisten von den Euraten. Wu und Pegu sind noch relativ stark dabei. Was machen denn die Wu? Irgendwas, ich habe keine Ahnung. So, unser Protektorat ist auch noch am Start hier. Ich könnte doch wahrscheinlich noch mehr Protektorate machen. Man kann das ja auch diplomatisch. Ich kann denen ja auch Protektorat etablieren anbieten. Aber das wird nicht funktionieren, weil die meisten mich hassen. Ist ja auch irgendwie nicht verwunderlich, wenn ich mich hier ins Festland rein annektiere, ne? Ja, 50 Dukaten weniger kann ich mir durchaus leisten, so ist es jetzt nicht. Ich habe keine Berater mehr, das ist ungünstig. Sollte mal welche einstellen, ne? Also Missionarstärke plus 2% bringt uns zwar jetzt überhaupt nichts mehr, aber man kann es ja mal machen. So, hier sind die leider alle zu teuer. Das ist nicht so praktisch. Gut. Ich glaube, wir haben aber inzwischen so mehr oder weniger alles dann erledigt, was wir machen können. Hier wird noch gekort. Wir könnten theoretisch... Also Koreanisch ist akzeptiert, deswegen werde ich die auch nicht konvertieren. Das macht keinen Sinn. Kostet nur sinnlos Geld. Genauso wie die ganzen Tempel, die ich da letztens gebaut hatte. Bringt aber auch Geld. Also die Tempel lohnen sich schon, wenn man gerade übriges Geld hat. Okay, wo ist die Goldene Horde jetzt hergekommen? Warum kriege ich auf einmal Kriegskrank gegen die? Oh, die hat sich von Polen-Litauen befreit. Ja, gut zu wissen. Armes Polen-Litauen. Hilfe. Litauen hat sich auch befreit. Es gibt jetzt also quasi Litauen und Polen-Litauen. Sehr sinnvoll. Okay, was ist hier? Euratische... Oh Gott, die armen Euraten.
Tut mir schon ein bisschen leid, aber ich kann da echt nichts ausrichten. Gottes Willen. Was macht ihr denn? Aber gut, solange sie uns in Ruhe lassen, soll mir das recht sein. Ich hoffe, die Franzosen geben den Russen kein Durchmarschrecht oder sowas. Das wäre böse. Nö. Gewähren sie ihn auch nicht. Die gewähren den Wu-Durchmarsch. Das ist interessant. Ein bisschen Kriegsmüdigkeit verlieren kann gerade nicht schaden. Ich meine, ich habe zwar nicht allzu viel, aber muss ja nicht sein. So, Kernprovinz wird auch erstellt. Ich würde sagen, ich gehe mal so ein bisschen ins Fazit über. Was haben wir gemacht? Wir sind von den Auchi, wir haben von den Auchi, mit den Auchi angefangen. Haben irgendwie versucht, uns da Japan zu einigen. Hat ja irgendwie recht besser funktioniert als mit den Yamana damals. Das ist auch irgendwo logisch gewesen. Also was heißt, es ist logisch, es ist eigentlich nicht logisch, aber es hat besser funktioniert, wesentlich besser. Nach der Einigung Japans haben wir dann erstmal versucht, die komplette japanische Insel zu erobern und danach mit einigen innenpolitischen Problemen, unter anderem haufenweise Revolutionen, weil wir ja katholisch werden wollten. Na, ganz toll. Mit den ganzen Revolutionen haben wir dann, ja, gekämpft und nebenbei die Koreaner erobert. Immer mal wieder ein paar Kriege geführt, die uns im Endeffekt nichts brachten. Aber da waren, weil wir unsere Verbündeten so ein bisschen komisch gewählt haben. Die Ming waren ja nicht lange nützlicher Verbündeter. Die sind ja dann komplett zerfallen. Was ich ziemlich interessant finde. Ach du Mist. Ich beende das Projekt eh nach der Folge. Insofern brauche ich da mir gerade keine großen Gedanken machen, was ich jetzt erforsche hier. So, sammelt euch mal hier drüben. Rebellen töten. Nee, nicht so. So soll das nicht funktionieren, Jungs. Das macht ihr einfacher, bitte. Das geht so nicht. Hier hoch. Besser. Wo sind denn die anderen Rebellen? Auf Guam, ne? Ja, toll. Kann ich wieder irgendwo eine Söldnertruppe ausheben. Von mir aus. Ich kann überall wieder forschen. Die Verwestlichung hat relativ gut funktioniert. Ach, guck mal. Was ist da Frieden geworden? 10% Kriegsreparationen, Euraten tritt. Ach du Heilige, wie viele Provinzen treten die bitte ab? Ach du Oh! Die haben hier an Su Provinzen gegeben. Finde ich auch gut. Russland hat mich als Rivalen bestimmt. Na, ganz toll. Okay, die Euraten sind ein bisschen geschrumpft jetzt, würde ich sagen. Okay, dann können wir zumindest die Russen mal als Rivalen bestimmen. Ich meine, das bringt uns jetzt nicht mehr allzu viel. Ah, ich bin im Krieg deswegen. Ja. Die Ming sind ziemlich schnell zerbrochen. In Millionen Kleinstaaten, was gerne mal passiert. Entweder sie werden sehr mächtig oder es passiert sowas. Das kann durchaus mal sein. Und ja, sonst eigentlich würde ich sagen, war es ein erfolgreiches Projekt. Ich hoffe mal, euch hat Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, was demnächst kommt. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch als nächstes vielleicht wünschen würdet. Fände ich cool, wenn ihr das tut. Dann kann ich mich da ein bisschen dran richten. So, wie viele Truppen nehmen wir denn mit? Wie viel kann ich denn transportieren? 21, dann nehmen wir mal ein so ein Trüppchen mit hier. Der Rest darf zusammengefasst werden. Das eine Trüppchen kommt jetzt nach Guam und darf die Rebellion besiegen. So. Ja, Inseln, auch gut. Schon wieder forschen, was geht denn da los? Was geht denn da ab? Gegen Tyrone. Okay, hat sich da irgendwas von Irland abgespalten, wenn es das überhaupt gab. Ich glaube, Irland hat sich hier gar nicht gegründet, oder? Munster ist hier noch. Der Tyrone hat sich wahrscheinlich befreit von Munster. Warum haben die nicht Irland gegründet? Das hätten sie doch machen können. Oder ist da irgendwas anderes passiert? Ich habe keine Ahnung. England ist auf jeden Fall mal tot. Kann man, glaube ich, so sagen. Die haben noch ein paar Kolonien, aber sonst sind die eigentlich tot. Ja, von mir aus. Die 13 Kolonien, sind die überhaupt noch Kolonien von England? Ja. Aber die werden wahrscheinlich sich auch bald befreien, wie ich das so sehe, bei 89% Freiheitsbestreben. Hier unten haben sie noch ein paar. Ja, gut. Ist ja interessant. Ich meine, über Europa haben wir schon relativ
oft drüber geschaut. Das war ja ein sehr interessantes Spiel, nenne ich es mal, was Europa betrifft. Da ist ja einiges passiert, was sehr interessant ist. Zum Beispiel ist, dass die Byzantiner mal über die Osmanen siegen, auch wenn sie jetzt wieder zerbrechen. Aber es war immerhin eine Zeit lang so, dass die Osmanen kurz vorm Untergang standen. Das muss man auch erstmal schaffen. Gut, die Ming existieren immer noch. Hier mit 3 Provinzen, glaube ich. Ja, so ungefähr. Es ist, nee, 4 sogar. Hier ist noch eine. Das ist auch geil, dass die Ming immer noch existieren. So, das ist gekort. Ich denke mal, die restlichen, also diese letzten Kriege hier, das ist ja, naja gut, da kann man jetzt nicht viel gegen machen, ne? Ich hätte auch nichts mehr drehen können in dem Krieg. Insofern ist mir das relativ egal, was da passiert. So, ihr landet mal hier und tötet die Rebellen. Das sind ja nur 3000 Bauern, das sollte überhaupt kein Problem geben. Genau. Dachte ich mir. Jemen und Hedgers, was bricht denn hier in letzter Zeit alles aus, auseinander hier? Es ist schlimm. Ja, sammeln wir uns mal zu. Wo ist denn jetzt Hedgers hergekommen? Hier sind die irgendwo von Äthiopien weggebrochen oder von Ägypten, ne? Irgend sowas. Oder von Karakunlu, man kann es nicht sagen. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, von wem die jetzt losgebrochen sind, wenn man vorher sich die Karte nicht auswendig merkt. Was da durchaus relativ schwierig ist. Ach, guck, ach, deswegen ist Barbaris so mächtig. Die sind so groß da unten. Ja gut, denn dann ist das, dann dürfen die das tun. Ja, die Russen werden jetzt irgendwann in näherer Zukunft die Euraten auffressen, denke ich mal. Und, naja, mal schauen. Den Krieg werden die wahrscheinlich gewinnen. Ach, Moment, ich habe nicht mit Barbaris gekämpft, ich habe mit Belutschistan gekämpft. Aber den Krieg werden sie potenziell auch noch verlieren, ich weiß es nicht genau. Truppentechnisch sind wir überlegen, aber das ist, meine Truppen kann man ja wegrechnen. So, wunderbar. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn als nächstes Projekt in Europa Universalis 4 haben wollt. Ich habe ja die Liste online, die ist ja noch verlinkt. Das dürfte also quasi kein Problem geben. Könnt ihr einfach nachschauen und wenn ihr eigene Vorschläge habt, dürft ihr die auch gerne bringen. Dann schauen wir einfach mal, was es da gibt, was wir machen könnten. Und ja. Ich weiß es nicht. Sammeln wir mal unsere Armee noch. Den Krieg werde ich jetzt nicht mehr beenden, weil es sinnfrei ist. Da könnten wir, machen wir ja eh nichts. Ich kann höchstens mal raus hier, wenn es geht. Weißer Friede. Sehr gerne. Gut, die Russen nehme ich noch als Rivalen, einfach weil sie mich auch haben. Oh. Warum brauchen wir das Bündnis mit Wu? Warum? Das verstehe ich nicht ganz jetzt. Warum haben wir das Bündnis mit Wu gebrochen? Wegen Separatfrieden, ach, die hassen uns schlichtweg. Okay. Ja gut, das könnte man ändern. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Projekt. Wir haben gut was geschaffen, denke ich mal. Wir haben gut was geschaffen, denke ich. Unser Reich ist relativ groß, streckt sich bis nach Hawaii hier rüber. Und ich würde sagen, damit war es das mit dem Projekt Japan. Und ja, wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare, was ihr denn als nächstes sehen wollt. Und dann wird es irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem, wann ich mal Lust habe, wird das dann starten. Und ich denke, vielleicht schaut er wieder zu, vielleicht auch nicht. Das müsst ihr selber wissen, wie das aussieht, wie ihr das wollt. Und ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge, im nächsten Projekt. Und bis dahin. Servus.